Ja, guten Tag, mein Name ist Andreas Mennecke, ich bin Geschäftsführer der eStock Informationsdienste GmbH und Herausgeber des Börsenbriefes eStock Trends, der monatlich erscheint. Sie kennen ihn wahrscheinlich schon, mit Schwerpunkten natürlich Osteuropa, aber auch immer wieder mit Strategieempfehlungen auf den internationalen Aktienmärkten mit Long- und Short-Positionen auf den DAX, auf den Eurostox und auf die Wall Street. Auch das werden wir uns gleich anschauen. Ich begrüße Sie damit ganz herzlich zu einer neuen Folge von eStock TV, Folge 100, Jubiläumssendung. Herzlichen Glückwunsch, wenn Sie mir die ganze Zeit gefolgt sind. Und ich freue mich auch, dass Sie weiter dabei sind. 100 mal eStock TV, das ist eine Herausforderung für mich, aber eine größere Herausforderung ist das neue Thema. Wir hatten leider wieder einen Terroranschlag in Brüssel, der auch die Börsen natürlich beschäftigte. Nun heißt es mit Solidaritätskundgebung, Je suis Charlie, das kennen wir schon. Am 13. November war ja Terroranschlag in Paris, dann war Je suis Charlie, war allerdings davor noch. 13. November dann Je suis Paris mit den Terroranschlägen in Paris, wo auch das Deutschland gegen Frankreich gespielt hatte und mit über 130 Toten in Brüssel, jetzt 34 Toten. Dann kamen einige Terroranschläge auch in der Türkei, in Ankara und auch Istanbul vor allen Dingen. Da hieß es aber leider nicht Je suis Istanbul oder in Bagdad sind ständig Terroranschläge oder Bombenanschläge, heißt es leider auch nicht Je suis Bagdad. Nun heißt es wieder Je suis Bruxelles, alle trauern natürlich mit den 34 Toten und 21 Verletzten. Aber mein Ausspruch ist Je suis Mannequin Peace. Ja, mein Name ist Mennecke und mein Wahrzeichen ist in Brüssel. Ich zeige es Ihnen mal. Mannequin Peace heißt das, aber man hat jetzt daraus gemacht, wird übrigens anders geschrieben, Mannequin Peace. Also Frieden. Und Frieden, das ist meine Osterbotschaft und Friedensbotschaft auch von mir aus. Mannequin Peace, da will ich mich gerne solidarisch erklären, aber jetzt auch sehr dezidiert Stellung nehmen zu den ganzen sogenannten Anti-Terror-Management, was auch ziemlich daneben läuft und was sehr einseitig von den Medien kommentiert wird. Man sollte erstmal die Ursachen bekämpfen, das sagen immer die Politiker so gerne, auch bei der Flüchtlingspolitik. Nun, die Ursachen setzen die Politiker oft selbst, indem sie schwere politische Fehler machen. Angefangen von Amerika mit dem Irakkrieg, der völkerrechtswidrig war, aus dem dann später der IS entstand. Auch, Sie wissen, die amerikanische Regierung hat sehr einseitig nur eine Seite, die politische Seite unterstützt. Es war schon immer ein Kampf Iran gegen Saudi-Arabien, also Sunniten gegen Schiiten. Der Nahe Osten brennt jetzt aufgrund dieses Kampfes und die IS, das sollen Sie wissen, sind die extremen Sunniten, die es aber auch in Saudi-Arabien, teilweise aber auch in der Türkei sogar gibt. Dann spielt wieder Kurdistan eine Rolle. Also alle, die gegen einen sind, sind ja Terroristen, so sagen das Amerikaner auch, die Achse des Bösen, hat Reagan mal gesagt und Bush auch. Und von daher gibt es immer diese Unterteilung Gute und Böse und das ist wahrlich sehr schwierig. Wer ist eigentlich ein richtiger Terrorist, wer nicht? Natürlich, wer jetzt hier diese Bombenanschläge macht, ist unzweifelhaft ein Terrorist in Brüssel, auch in Paris, auch in Istanbul. Aber natürlich auch die Ursache dafür gesetzt haben und da sind für mich Mitschuld die Amerikaner. Das sollte man auch ganz klar mal ansprechen mit dem Irakkrieg, mit dem völkerrechtswidrigen Irakkrieg, auch mit der Einmischung im Nahen Osten, mit der Stürzung von vielen Diktatoren, sagen die Amerikaner, aber danach ist es noch schlimmer geworden. Libyen könnte das nächste Nest des Terrorismus werden, gerade weil dieses Vakuum dann gefüllt wird von IS-Kriegern und das ist sehr viel gefährlicher. Der IS verbreitet sich weiterhin, man sieht es, London ist auch sicherlich gefährdet, auch Deutschland ist gefährdet und man muss wirklich man kann sich glücklich schätzen, wenn da keine Terroranschläge in der eigenen Stadt passieren. Dafür sollten wir auch auf die Straße gehen, aber auch für eine präventive Integrationspolitik. Das ist jetzt das Gebot der Stunde, nämlich natürlich sind unter diesen 2 Millionen Flüchtlingen sicherlich auch einige wenige, die gewaltbereit sind und möglicherweise sogar Terroranschläge planen. Da hatten wir ja auch schon 11. September und so weiter hier Marokkaner in Hamburg, die das still und heimlich geplant haben. Sowas gibt es sicherlich auch und da müssen wir natürlich die Nachrichtendienste müssen besser kommunizieren, müssen besser zusammenarbeiten, um das
zu vermeiden, aber wir sollten das auch nicht übertreiben und die Privatsphäre auf der anderen Seite auch wieder schätzen. Nun ist das ein Spagat, der sehr schwierig werden wird, diese sogenannte Antiterrorbekämpfung, gerade an der Ursache, wenn man mit den Amerikanern im Bund ist, wenn man dann mit Saudi-Arabien, wo es 100.000 Zelte von Mekka übrigens gibt, wo man über 3 Millionen Flüchtlinge unterbringen könnte, was aber nicht geschieht, wo die Türkei eine sehr zwiespältige Rolle spielt, teilweise auch bombardiert bei Kurdistan und die Deutschen liefen wieder Waffen zu den Kurden, damit sie erfolgreich, bisher haben sie es auch erfolgreich gemacht, gegen die IS kämpfen können. Also sehr komplexes Thema, übrigens auch in der Ukraine, ich beleuchte das ja immer in meinen Kolumnen und auch in meinem Börsenbrief aus E-Stock Trends, schon aus diesen Gründen sollten sie ihn kaufen. Nun müssen wir uns natürlich auch den Börsen mal wieder zuwenden und was haben die Börsen gemacht? Sie haben erst sehr besonnen reagiert. Der DAX allerdings am Donnerstag minus 0,94% bei 9.894, kämpfte ja weiter mit der 10.000er Marke auf der Eurostoxx mit 1,1% minus bei 2.996, kämpft mit der 3.000er Marke und ich kann jetzt schon sagen, alles was über 10.000 geht, insbesondere 10.150, sieht nach einer Frühjahrsrallye aus, alles und beim Eurostoxx über 3.100, alles was unter 9.700 geht, sieht wieder sehr bierisch, sehr schnell aus und Eurostoxx wie gesagt, auch unter 2.800. Der Dow Jones bei 17.551, das ist übrigens die rote Linie bei 16.800, sollen sich merken, auch für die Zukunft, ist flat gewissermaßen, hat sich kaum verändert. Der Nikkei-Index auch unverändert bei 16.882, jetzt zuvor Ostern. In China geht es sogar so ein bisschen aufwärts bei 2.979, entschuldigen Sie, plus 0,62%, kämpft mit der 3.000er-Marke. Der russische RDX-Index war da am Donnerstag noch im Minus, minus 0,54%, aber der RTS-Index heute Morgen plus 1,97% bei 863. Weil es doch positive Anzeichen gibt, dass sich Kerry, der ja gerade in Russland war, 4 Stunden mit Putin verhandelt hat, möglicherweise zu einer Einigung über Syrien kommt. Aber wie die aussehen wird, werden wir gleich nochmal kurz diskutieren. Der MISEX-Index auf über 1.868, der war schon über 1.900, was übrigens ein neues 5-Jahres-Hoch war. Auch das ist natürlich Jubiläum, ist DocTV 100, ein schönes Ergebnis in Russland und ich hoffe, Sie waren auch ein bisschen dabei. Man konnte übrigens auch auf den fallenden Euro zum Rubel setzen, der Euro und Rubel ist bei minus 0,87%, bei 76,08, also der war ja schon bei 92, und zum US-Dollar bei minus 0,64%, bei 68. Man hatte also hohe Währungsgewinne in den letzten Wochen seit dem 12. Februar für deutsche Anleger, die in Russland angelegt haben. Brennölpreis ist natürlich sehr wichtig. Was passiert in Doha? Ich glaube nicht viel, aber eine Deckelung. Wichtig ist ja übrigens, was Iran und Irak, wie die deckeln werden, bei 4 Millionen, 3, 2 Millionen Barrel, das wird die entscheidende Frage in Doha sein. Brennölpreis bei 41,08, minus 0,27%. Über 42 wird es sehr freundlich für die Moskauer Börse, wird der Rubel auch wieder stark. Unter 38 wird es gleich wieder bierisch, wird hier über 39,43 US-Dollar. Gold ist etwas gefallen. Ich glaube, die werden auch ein bisschen weiter konsolidieren. Ich bin aber mittelfristig bullish für Gold. Bei 1217 minus 0,4% kann auch unter 200 US-Dollar fallen, sollte er wieder steigen. Silber ebenso. Kann auch unter 15 US-Dollar fallen. Wir sind bei 15,19 minus 0,59%. Glaube auch da an eine Erholung der Euro US-Dollar bei 1,12 minus 0,11% auch weitgehend unverändert. Bitcoins auch bei 376 unverändert. Nun, einige russische Aktien sind sehr schön gestiegen, wie eine Akron, ein Düngemittelhersteller um 14%, eine Pharma Standard, Pharma Wert 8%, Novolibitsky Steel war vorhin beim Deutsch-Russen Forum ein Aufsichtsratmitglied, der sich darüber beklagt hat, dass die Russen gar nicht mehr in Deutschen zusammenarbeiten wollen. Na, wenn sie nicht wollen, sagen sie ungefähr die Russen zu den Deutschen, dann können wir auch auf China umwechseln. Nun, wir haben jetzt sehr, noch Brüssel, alles konzentriert sich auf Brüssel, aber wie gesagt, die ganz großen Aufgaben ist natürlich für Deutschland, das, was Brüssel und Paris gemacht haben, zu vermeiden. Also eine optimale und auch maximale Integrationspolitik, da müssen Gelder dafür bereitgestellt und bei der Flüchtlingspolitik würde ich mir wünschen, dass es einen Flüchtlingsfonds gibt, über 20 Milliarden Euro und die EU vor Ort in der Türkei, auch in Libyen, das regelt auch die Ausbildung und die sanitären Einrichtungen und all das so weiter und dass solche Situationen, wie wir sie jetzt in Mazedonien haben, vermieden werden. Ich wünsche, und das ist die Botschaft von Manneken, Peace, Frieden für, und das ist die Osterbotschaft, Frieden für Europa, Frieden für die Welt. Vielleicht kriegen wir es ja irgendwann mal hin oder nähern uns zu dem an. Das wünsche ich Ihnen auch für das Osterfest jetzt. Und von daher frohe Ostern und alles Gute bis zur nächsten Aktualisierung von eStockTV. Dann haben wir schon 101. Empfehlen Sie mich bitte gerne weiter und
Kauf Sie auch gerne den Istock-Trends mal. Danke, auf Wiedersehen, bis zur nächsten Aktualisierung.